Die einzige Sicherung, die wirklich halten muss, ist jene, die in uns drinnen ist. So, liebe Teilnehmer am Race des Skywalk, liebe Bergrettungsmitglieder, möchte mich bedanken, vor allem auch bei meinen zwei Rennleitern, beim Api und beim Hans. Die werden jetzt das Kommando übernehmen, werden euch genau erklären. Wir haben sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, darum haben wir auch unsere Experten von der Bergrettung dabei. Wir sind für die Strecke zuständig. Eine Info von der Strecke, sie ist extrem rutschig. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen aufgetrocknet. Und wie halt immer ist das obere Credo von der ganzen Veranstaltung, dass wir einfach auf Sicherheit sind. Das ist kein Geheimnis mehr heute, Klettersteige. Wir haben die zwei Arme, dann ist das Seil da. Alle zwei werden eingehängt. Ob man es mitschiebt oder nachzieht, ist egal. Wenn man zu einem Ankerbolzen kommt, Arme umhängen. Dann zweimal umhängen. Nach dem Briefing mit genauen Sicherheitsanweisungen konnte das Rennen ausgetragen werden. Die Bergrettung Ramsau positionierte seine Streckenposten entlang des Klettersteiges mit der Jury, die den Ablauf entlang dem neu angelegten Klettersteig Rosina genauestens überwachte. Perfekt vorbereitet und voll innerer Stärke trotzten die Teilnehmer den schwierigen Witterungsbedingungen und gingen aus diesem Grund in der streckentechnisch besser geeigneten Silber-K-Klamm an den Start. 20 männliche und 2 weibliche Teilnehmer warteten geduldig, bis der Regen nachließ und der Fels trocken genug war, um einen Start zuzulassen. Minuten bis zum Start. 3, 2, 1, ab! Diese anspruchsvolle Route bietet einen vertikalen Stahlseilakt in Kombination mit herrlicher Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Der Erbauer Hans Brucker hat ein vertikales Meisterstück geschaffen, welches nach der luftigen Seilbrücke pfeilgerade vom Klammbach bis zum Ausstieg verläuft. Gehstrecken oder Bänder zum Ausrasten gibt es nicht. Hier ist Armbauer bis zum Ausstieg gefragt. Es hat sich ja beim Klettersteiggehen einiges entwickelt, nicht nur von der Ausrüstung her, sondern auch von den Steig. Die Steig sind auch ein bisschen sportlicher geworden. Es ist nicht unbedingt noch der Gipfel der Vordergrund. Früher hat man Steige gebaut, dass man auf den Gipfel raufkommt und wieder oben. Und das hat sich mittlerweile geändert. Da in Silberkar zum Beispiel haben wir keinen Gipfel. Zumindest weiter oben. Da unten sind alle Sportklettersteige, talnahe. Und es steht eigentlich die Sportliche im Vordergrund. Und die Felswand zu bezwingen, ist eigentlich das, was im Vordergrund steht. Es kommt irrsinnig gut an. Es pumpt unglaublich, das Klettersteiggehen. Und aufgrund dessen haben wir jetzt auch diesen Klettersteigschein eingeführt. Das ist auch wiederum voll aufgegangen. Wir haben einfach gesagt, es gehört an der Basis viel mehr informiert. Es gehört die Leute informiert, was jetzt Klettersteiggehen heißt. Das heißt, dass nicht nur ein Klettersteigset kaufen oder ausleichen und dann gehen wir es an, sondern dass da grundlegende Kenntnisse erforderlich sind. Das machen unsere Bergführer in der Ramsau. Beim Ausstieg wurde die Zwischenzeit gestoppt und die Skyrace-Teilnehmer gaben sich ohne Zeitmessung auf dem rutschigen Höhenweg zum zweiten Startpunkt. Die zweite Etappe führte als Berglauf zur Silber-K-Hütte. Beide Zeiten wurden zur Gesamtzeit addiert. Erschöpft und begeistert trafen die Teilnehmer mit beachtenswerten Leistungen ein. Bei der Verlosung von tollen Sachpreisen wurden auch die Tagessieger gekürt. Bei den Herren holte sich Christian Hoffmann den Sieg. Bei den Damen war Lydia Brucker einmal mehr eine Klasse für sich. Pauschal haben alle Teilnehmer bewiesen, dass kaum eine Faszination größer sein kann als ein Gipfelsieg und somit auch ein kleines Stück der Sieg gegen uns selbst. Das hat geklappt. Und jetzt haben wir auch die Zeit. Ja, ich würde sagen, die Rosina war halt eine würdige Ausweichstrecke zum Skywalk. Das Wetter hat Gott sei Dank
auch noch mitgespielt. Es war zwar nicht optimal, es war sehr nass durch den Regen, der am Vormittag war, also war es auch dementsprechend rutschig. Und es war eigentlich ein ganz interessantes Rennen, weil Ausstieg vom Klettersteig war eine kurze Laufpassage und dann am Schluss nochmal Laufpassage. Jetzt war das doch was Neues wieder und durchaus interessant. Naja, es gefällt mir mal auf alle Fälle als erstes, dass alles gut ausgegangen ist, dass wir da alle gesund ins Ziel gekommen sind. Dann natürlich auch, dass das jetzt bei uns gewesen ist, dass das im Superkadel stattgefunden hat, nachdem es halt oben am Skywalk nicht da hat. Das Wetter war ein bisschen eine Hunzerei, aber es ist alles gut gegangen. Wir haben lange genug gewartet und was ich jetzt so mitgekriegt habe für die Läufer und für die Läuferinnen, hat auch die Rosina, wie der Klettersteig eben da heißt, auch irrsinnig gut gefallen. Heute erstmal das Race, des Skywalk hier in der Silberkaklam beim neuen Klettersteig bei der Rosina und ich glaube, es war trotzdem ein Erlebnis für alle. Sie ist nicht nur aufs Klettern drauf angekommen, sondern auch aufs Laufen. Und bis zur Via Ferrata 2015 alles Gute und wir sehen uns wieder. Dankeschön. Und ein paar zerquetschte, fangen die Uhr blicken. 48, das geht noch. Hopp, 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 hopp. Normale Hausaufgabe. Normale Hausaufgabe. Zack. Die Zeit.